Hallo Leute und willkommen zurück zu Galactic Civilizations 4. Wir spielen die Version 0.77 und die Version ist zum Testen vorgesehen. So, wir werden hier mal eine Runde weitermachen, weil dann gibt es hier die Schlacht gegen das Piratenschiff. Und wir werden eine neue Welt kolonisieren. So, okay, das Schiff hat noch 9 Bewegungspunkte über. Wir gehen hier nach oben. Okay. Forschung abgeschlossen. Ja, genau, hier das Raketensystem. Das rudimentäre, das dann einen Schaden macht. So. Ja, wir haben eine Quest im Bereich der Laserwaffen. Nochmal die Technologie angeboten bekommen mit den kinetischen Waffen. Okay, jetzt macht es sich eventuell ja negativ bemerkbar, dass wir keinen Wissenschaftsminister haben. Eventuell ist ja hier schon die notwendige oder gewünschte Technologie zweimal aufgeploppt. Ja, und wir sehen, die Kosten steigen. Jedes Mal, wenn wir das einsetzen, um 10%. Okay. Ja gut, dann nehmen wir hier die kinetischen Waffen. Dadurch erhöhen wir dann auch die Chance, dass wir beim nächsten Mal dann die... Es wird hier ein Slot frei im Waffenbereich. Dass wir dann unsere Laser-Technologie bekommen. Ah, hier für die Quest. So. Dann hier weiter erkunden. Wir haben hier 3 Ressourcen. Ah, es wird 3 Thulium sein. Hier 1, 2, 3 mal Thulium. Und ganz viele tote Planeten. Aber so viele können selbst wir Ratak nicht. Ah, obwohl, wenn wir jetzt. Immer wenn wir einen Kulturpunkt bekommen, können wir einen Planeten terraformen. Wir haben noch 3 Aufladungen. Also, wenn wir uns komplett darauf spezialisieren würden, jetzt hier. Die Welten zu terraformen in dieser Partie, dann würden wir das, denke ich mal, doch schaffen. Aber wir werden jetzt erst einmal diese Welt terraformen. So. Und direkt kolonisieren. So. 3 Mineralien, 2 Wissenschaft, 5 Einnahmen, 4 Nahrung und 3 Einfluss. Und wir haben einen Verlust von 20%. Also das geht eigentlich noch. Wir können Drogo 1 zur Kernwelt machen. Drogo 1 hat selbst einen... Einmal Mineralien und bekommt dann diese 3 Mineralien. Dann wäre dort schon etwas Produktion vor Ort. Das würde schon gehen. Und wir hätten dann halt für jede Kernwelt oder auf jeder Kernwelt können wir nicht diese Verbesserung bauen. Aber wir kriegen standardmäßig für jede Kernwelt eine Kontrolle pro Runde. Und dann gibt es noch ein ähnliches Gebäude. Das kann man dann auf jedem Planeten einmal bauen.
dass es dann auch nochmal eine Kontrolle gibt. Das heißt, wir haben ja potenziell zwei Kontrolle pro Runde. Und das Ziel ist ja, diese Fähigkeit hier zu spammen, nonstop am Stück auszuhauen. Okay, wir haben die Möglichkeit, uns den Anführer hier zu schnappen. Er hat immerhin einen Sozialwert von 6. Aber es geht um die Zustimmung der Bürger dann. Und dann holen wir uns Tycho Jackson, den ersten. Geben dem auch noch ein Harmoniekristall als Geschenk. So, der bekommt jetzt 10 Loyalität dazu. Der Tooltip ist falsch. Ja, Undesigned Leader, da müsste was stehen von wegen, er hat ein Geschenk bekommen. Das ist jetzt 30 Runden lang auf Cooldown. Und jetzt können wir ihn einfach hier reinziehen. Also hier werden nur größere Planeten angezeigt als Kandidaten für Kernwelten. Oder wir haben hier die Möglichkeit, ihn auszuwählen. Ja, wir könnten nachher auch direkt neue rekrutieren. So, und dann haben wir hier eine weitere Kernwelt. Und warum sind die jetzt hier dermaßen unglücklich? Was ist denn mit ihm? Warum? Was mag er denn nicht? Habe ich ja das falsch gemacht? Okay, er hat 20 abgezogen bekommen, weil er jetzt Dinge zu regeln hat. Aber da bekommen wir immer noch plus 8%. Prozent. Ja gut, wir haben Geld gedruckt. Das hält noch an, der Effekt. Minus 10%. Und halt, wenn wir die Fähigkeit einsetzen, Kolonisten zu besorgen. Minus 2%. Ja, das große Problem ist halt, bei einer so hohen Unzufriedenheit, dass wir hier einen, dass wir kaum produzieren und kaum Wissenschaft rausbekommen. So. Aber wir haben unsere Hauptstadt noch nicht platziert. Die gibt zusätzliche Zustimmung. Das 10%. Supply Depot, auch nochmal plus 3%. Dann haben wir hier eine, ja, ein Krankenhaus, eine Kolonialklinik. Können wir nicht auf unserem Heimatplaneten bauen, aber auf allen anderen Kernwelten, um dann das Wachstum nochmal anzukurbeln. Produktion auf Kosten von Umweltverschmutzung, das ist für uns nicht relevant. Also das ist für uns nicht interessant, das bauen wir einfach nicht. Und hier Produktion ohne Umweltverschmutzung. Capital Mainframe kann man einmal bauen für die Forschung. Haben wir noch nicht getan. So, wir müssen erst einmal die Hauptstadt platzieren.
Und die gibt uns plus 1 auf alles angrenzende. So, jetzt sind wir zumindest schon mal bei 29% Zustimmung. Hier ein Unterhaltungsdistrikt. Plus 7%. Wir haben nicht genug Credits zum Rushen, da bräuchten wir 250, ja? Moment, falsches Gebäude. Ich wollte das Versorgungsdepot haben. Okay, das bekommt beim Level-Up nochmal zusätzlich einen Bonus auf Produktion. Er hat einen Sozialwert von 3, wenn wir ihn zum Entertainer machen. Waren wir nicht vorher bei... Moment, wir sind bei 34% Zustimmung, wenn er ein Farmer ist. Und wenn er Entertainer wird. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel Zeit hier verbraten mit vielleicht einem Bug. Moment. Verstehe ich nicht. Einmal raus und wieder rein. Okay. Er ist ein Farmer, kriegt sie plus 10%. Warum möchte er denn ein Farmer sein? Ist das bei allen Barataks so? Wäre mal interessant jetzt rauszufinden. Prozent. Ja, er kriegt plus 10%, wenn er ein Farmer ist. Das ist doch merkwürdig. Okay, jetzt kriegt er plus 10%, weil er selbst ein Farmer ist, und 4% durch einen anderen Entertainer. Okay. Ja gut. Muss man so akzeptieren, Hon. Es ist, wie es ist. So, wir brauchen ja auf jeden Fall eine Schiffswerft. Wow. Da wurden die
Konstruktionskosten erhöht. Oder liegt das einfach daran, weil wir hier mit der Zustimmung zu kämpfen haben? Ich glaube, das liegt an der Zustimmung. Also erst so. Okay, Schatzjäger, ganz wichtig. So, und hier gehen wir vor gegen die Piraten. Das machen wir aber unserem Kommandoschiff. So, und das war's auch schon. Aber da soll noch was kommen, also ein Battleviewer, ein After-Action-Report. Der ist in Arbeit. So. Ja, wir haben ja 3 Hitpoints verloren. Und waren natürlich deutlich stärker. Wir haben 4 Angriff. Das Piratenschiff hat nur 1 Angriff. Das Piratenschiff hatte nur 10 Hitpoints und wir 24. Können wir hier sagen, reparieren. Dann werden wir informiert, wenn das Schiff wieder full life ist. Ja, und hier in der letzten Folge angekündigte Kulturkampf beginnt. Hier sind die Grenzen und ja, wir können wenn wir Asteroidenfelder bewirtschaften, kriegen wir dort auch Kultur. Und wow, der sponsert jetzt auch Logo 1. Und da haben wir diese miese Zustimmung. Wir haben noch die Möglichkeit, hier Versorgungsschiffe zu bauen. Und das Versorgungsschiff kann man dann zu einer anderen Welt schicken. Und dort dann ja, also wir bezahlen hier praktisch 155 Militärproduktion und bekommen dann in der Zielwelt 100 soziale Konstruktion. So, einmal hier die Anomalie erforschen. Und weiter geht's. Stell mal eine Sache ein. Das. Jetzt können wir uns hier aber den Tooltip anzeigen lassen, wie viel Einfluss wir haben und wie viel die Krinn. Die Krinn haben direkt an ihrem Planeten 6,3 und wir haben 5,6, also die bringen etwas mehr Einfluss als wir. So. Aber es droht jetzt noch keine Gefahr, also. Der Planet ist erstmal safe. Da ist noch was. Ein Aufstiegskristall. Okay, ein Event. Geht um die Religionsfreiheit. Okay, wir können die Religionsfreiheit unterstützen. Okay, und die Krinn, die möchten eigentlich, so wie das hier aussieht, eine religiöse Minderheit unterdrücken. Wir können die Krinn fragen, ob wir sie unterstützen sollen oder können. Ja, ungewisses. Es ist ungewiss, was dann passiert, und wir würden unsere Harmonie-Ideologie um 1 erhöhen und 50 diplomatisches Kapital bekommen. Oder wir halten uns einfach raus.
Minus 10% Zustimmung für 10 Runden. So. Das machen wir auf gar keinen Fall. Da wo wir sowieso schon mit Zustimmungsproblemen zu kämpfen haben. Okay. Ja, wir fragen die Krön mal, ob wir ihnen irgendwie helfen können. Nee, wir machen das andere. Das ist doch spannender. Wir unterstützen die religiöse Minderheit bei den Krön. Dann warten wir ab, was da passiert. So. Da ist unser Kommandoschiff wieder komplett... live. Und wir fliegen zurück zu unserer Heimatfeld. Wir könnten natürlich auch ja gut, hier machen sich die Kinder breit. Wenn wir hier Piraten eliminieren, bevor wir selber Kolonieschiffe vor Ort haben, da helfen wir nur den Kindern, aber uns aber nicht uns selbst. So, da oben ist übrigens eine andere Art von Anomalie. Das ist ein Schiffsfriedhof und der ist leicht verteidigt. Also muss man erst die Verteidigung besiegen und dann kann man diesen erforschen. Wir machen das mal anders. Wir fliegen mit unserem Kommandoschiff zu unserem Forschungsschiff und bilden dann eine Flotte. Und dann können wir nämlich mit beiden gemeinsam da oben diese Anomalie erforschen. So, die Drangel mögen, dass wir offene Grenzen mit ihnen haben. Ah, die hatten wir ja in der letzten Runde mit beiden... vereinbart. Steht dort auch, offene Grenzen, ein grünes Plus. Ah, das wird sich aber hier noch ändern. Der Lord Kona, der wird nicht unser Freund bleiben. Wiedersehen. So, machen wir hier mal weiter. So. IMA 2. 35% Umweltverschmutzung. Ja. Dafür 2 Produktion und 2 Wissenschaft. Wäre eigentlich nicht schlecht. Aber da brauchen wir ja wieder einen Bürger einer anderen Spezies. So, was ist jetzt hier rausgekommen? Oh, es kam zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen der religiösen Minderheit und der Regierung der Krön. Es gibt Bilder von brennenden Gebäuden und geschlagenen Krön. Bürgern. So, wir können jetzt medizinische Ausrüstung schicken. Okay, das würde dann im Endeffekt dazu sorgen, dass wir minus 2 Diplomatie auf, ja, auf unsere Beziehung bekommen mit den Krennen und das 100 Runden lang. Dann können wir versuchen, Frieden zu stiften. Und da würde jetzt unsere Überredungskunst zum Einsatz kommen. Und wir hätten 60% Erfolgsaussichten. Und würden noch einmal plus 3 auf unsere Überredung bekommen. Oder wir können jetzt uns gegen die religiöse Minderheit aussprechen.
und würden dann plus 1 auf die diplomatischen Beziehungen bekommen, aber minus 10% Zustimmung für 50 Runden. Ja, das einzige Sinnvolle ist ja, hier unsere Überredungskünste zu erproben. Ja. Erfolg gehabt. Ja, wunderbar. Ja, wir halten eine mitreißende Rede und sagen ihnen, sie sollen sich auf die Zukunft konzentrieren und die Vergangenheit hinter sich lassen. Und ein bisschen Geld muss nach Hause gegeben werden. Ja, bessere Handelsbeziehungen werden etabliert. Und unsere Bürger feiern, ja, dass sie unsere. Ja, dass wir ein so gutes Beispiel abgegeben haben. So. Okay. Plus 2 auf die Diplomatie. Plus 30 diplomatisches Kapital und plus 10% Zustimmung für 100 Runden. Jawohl. Sehr gut. Ja, und somit sieht man dann, gibt ja am Anfang kann man ja praktisch. Ja, nicht nur praktisch, man kann ja seine Fähigkeiten einstellen, ob man gut in Überredung ist, gut in Einschüchtern ist und gut in Verstohlenheit. Oder halt auch schlecht da drin ist. Und das wirkt sich dann auf solche Events aus. So. Was mit ihm jetzt? Okay. Er ist Fokus in erster unserer Kultur. Und er? Ja, okay. Nehmen wir an, Version 077, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Beziehungen. Ah, aber den diplomatischen Bonus haben wir gekriegt. Okay. %. Das Bau mit der Lupe, das heißt dann wohl nicht mehr fokussiert. Das heißt kreativ. Ja. Ah, ein bisschen Kritik muss dann auch angebracht sein, wenn es notwendig ist. Also. Aber gibt es ja nicht eine zentrale Stelle, wo man die Namen festlegt und zieht sich das dann da rein. Dann heißt das hier genauso wie dort. Ja, okay. Also, sind hier kooperativ. Da haben wir schon ein bisschen Awareness erzeugt. A2. Und das ist halt entgegengesetzt. Und das ist schlecht, weil wir hier 20% Bevölkerung haben, die dem zugeneigt ist, der Kreativität. Ah, sorry. Ja, wenn wir das bauen würden, dann würden wir plus 1 auf Kreativität kriegen, aber wir würden auch die Umweltverschmutzung um 10% erhöhen. Ja, das ist nicht leicht. So, das Einfachste wäre natürlich, hier schön für Produktion zu sorgen und dann einfach ein paar Unterhaltungsdistrikte hochzuziehen. Okay, gut.
Ja, dann haben wir eine weitere Kernwelt und wir haben einmal Piraten besiegt. Den hier, okay, es gibt eine kulturelle Herausforderung. Und werden dann hier zu der beteiligten Anomalie demnächst ziehen. Da mit den beiden Schiffen. Okay, gut Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.